Hallo und willkommen bei Deutsch Podcast. Wuppi, welches Thema haben wir heute? Wir möchten uns streiten. Und möchten uns streiten. In diesem gemütlichen Raum fällt es uns ganz bestimmt ziemlich schwer. Nein, wir werden euch sicherlich ganz nützliche Redemittel beibringen. Also holt jetzt schon einen Stift und ein Heft und pausiert zwischendurch, also wenn ihr euch diese Folge anhört. Werbung, Anfang. Ja, aber bevor es hier im Podcast weitergeht, haben wir noch einen kleinen Tipp für dich. Wenn du eine Sprache wirklich richtig lernen möchtest, dann solltest du vor allem sprechen. Und vielleicht bist du da ja auf der Suche nach einer professionellen Lehrerin oder einem Lehrer, der oder die dich dabei unterstützt. Und da empfehlen wir dir die Online-Sprachschule Lingoda. Lingoda hat den großen Vorteil, dass du absolut flexibel bist. Du entscheidest, wann, wo und mit wem du lernst. Das buchst du ganz einfach online. Dazu gibt es noch zahlreiche Übungen, Abschlusstests, Tipps und natürlich auch immer die passende PDF zur aktuellen Lektion oder Lerneinheit. Wenn du nicht genau weißt, wie du anfangen sollst, dann mach doch einfach erstmal den Gratis-Einstufungstest. Dann kannst du wirklich genau kontrollieren, auf welchem Niveau du eigentlich bist und dann entscheiden, wie du lernst. Mit unserem Code kannst du dabei sogar noch 30% bei der Anmeldung sparen. Außerdem bietet dir Lingoda auch noch eine 7-tägige kostenlose Testphase an, in der du wirklich erstmal in Ruhe entscheiden kannst, ob diese Lernmethode etwas für dich ist. Also schau es dir einfach mal an. Alle Infos und auch den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Werbung Ende. Und du hast bestimmt schon die Fachkompetenz in Würpis Stimme gehört. Und das kommt nicht von ungefähr. Wir sind nämlich Deutschdozentinnen. Also ich bin Sandra und hier sitzt neben mir Würpi, meine Hallo. Kollegin, Freundin und ja, alles, was man so braucht. Und diese Folge ist tatsächlich ein Hörerinnenwunsch. Ja, genau. Wir hatten nämlich, unsere liebe Hörerin Sita hat sich diese Folge gewünscht, weil es in der Tat ganz schwierig ist, etwas zu widersprechen oder irgendwie einfach sagen, hey, ich möchte es nicht oder ich kann heute nicht oder wie auch immer, aber man möchte das auch schöner formulieren. Ich finde, das ist ja schon schwierig in der Muttersprache. Also mir fällt es ja schon schwer, zu Dingen Nein zu sagen oder zu sagen, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht. Aber wenn ich eine Sprache lerne und vor allem, wenn ich eine Sprache noch nicht so lange spreche, ist das wirklich eine Herausforderung. Ja, ich finde es auch, weil man das immer so diplomatisch formulieren möchte. Das heißt, man möchte trotzdem irgendwo noch freundlich bleiben und man möchte ja, also die Person gegenüber nicht verletzen. Genau, also das heißt, heute geht es nicht nur um das Thema Streit. Es geht darum, wie kannst du sagen, dass du etwas nicht möchtest. Wir werden dir mal ein paar unfreundliche Beispiele geben, falls du mal wirklich auch gemein sein möchtest. Weil vielleicht gibt es Situationen, in denen du auch das sein möchtest. Und wir zeigen dir aber natürlich auch die entsprechenden Alternativen. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine kleine Werbeunterbrechung. Ja, das machen wir. Also bis gleich. Wenn du mit uns lernen möchtest, du hast ja viele, viele Möglichkeiten. Wir haben richtig geprobte Methoden. Das heißt, wir haben unsere Methoden, bevor wir die euch weitergeben, mit unseren Schülern mehrfach geprobt. Wir haben unser Premium-Kanal, wir haben Transkripte, das heißt, du kannst auch mitlesen, schwierige Wörter dort unterstreichen und dann, wir haben wunderbare Arbeitsbücher. Genau, und das Wichtige ist ja, wenn du diesen Podcast hörst, dann erweiterst du mit Sicherheit dein passives Können, also deine passiven Kenntnisse. Aber mit den Trainingsbüchern und mit allen Methoden, die wir dir präsentieren, vor allem auch mit der interaktiven Lernplattform, erweiterst du auch deinen aktiven Wortschatz, weil du dann wirklich aktiv werden musst. Und du entscheidest, was du machen möchtest,
Alle Infos dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes, also hier in der Podcast-Beschreibung oder natürlich auch auf unserer Webseite www.deutsch-podcast.com. So, dann geht's los. Ja. Thema Streit. Streit oder Widerspruch könnte man auch sagen. Streitest du dich oft? Nein, und es fällt mir schwer. Mir auch. Ich bin also kein Streittyp. Und irgendwie, wie kann ich irgendwas widersprechen? Das fällt mir auch schwer. Ich lerne langsam, ich versuche es, aber wohl ist es mir nicht dabei. Geht dir das, also merkst du da einen Unterschied zwischen dem Finnischen und dem Deutschen? Also kannst du in deiner Muttersprache leichter widersprechen? Nein, also das heißt, also wir haben so schöne Formulierungen und wir sind auch sehr zurückhaltend. Okay. Also bei uns sagt man eigentlich so Nein direkt und man versucht den Umweg, also irgendwie für die schöne Lösung zu finden. Also das, es ist also für mich ist die deutsche Streitkultur absolut also direkter. Mhm. Also dass die Deutschen können das deutlich direkter sagen als wir Finnen. Vielleicht ist das in eurer Kultur, weiß ich nicht, ob das so zu den deutschen oder zu der finnischen Kultur eher näher kommt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer noch so schwach mit den Redemitteln der deutschen Sprache. Klar. Also was den Streit oder den Widerspruch richtig, anbelangt, weil sonst richtig. Bist du da ja nicht schwach. Da bin ich nicht, ansonsten bin ich nicht schwach. Aber wie du auch gesagt hast, vielleicht ist es auch typbedingt. Das ist eben das, was ich mich frage. Also wenn ich schlecht widersprechen kann, muss ich mir vielleicht die Frage stellen, kann ich es persönlich nicht? Hängt es mit meiner Kultur zusammen? Oder liegt es wirklich auch an den sprachlichen Mitteln, die ich dann in dem Moment nicht habe, die mir im Übrigen auch manchmal auf Deutsch selbst fehlen. Kennst du das, wenn du in einer Situation so überwältigt bist von dem, was dein Gegenüber gesagt hast, dass du... Und dann fallen dir eine Stunde später die besten Sätze ein. Ich bin genauso, wie du das beschrieben hast, ich bin absolut genauso. Oder vielleicht am nächsten Tag. Das hätte ich sagen können, das wäre so toll gewesen. Ja, schade, vorbei. Ja. Und dann kann man ja nicht mehr zu dieser Person gehen. Übrigens, was ich gestern sagen wollte, jetzt lege ich aber los. Ich muss auch zugeben, dass ich in den letzten Jahren mehrfach lernen musste, Nein zu sagen. Mhm. Auch das, ich weiß auch nicht, ist wahrscheinlich auch ein Typenproblem, wirklich zu sagen, nein, mir wird das zu viel oder ich habe an dem Tag keine Zeit. Ich schaffe es noch nicht oder selten zu sagen, ich habe keine Lust. Ja. Ich will das einfach nicht. Ja. Es ist auch also so ein Lernprozess, muss man sagen. Hey, in der nächsten Woche habe ich auch nicht, also ich habe auch keine Lust. Ja. Vielleicht übernächste Woche. Also was ich tatsächlich mittlerweile beruflich gelernt habe, dass ich auch mittlerweile tatsächlich auch schon Aufträge abgelehnt habe, weil sie mir zu schlecht bezahlt sind. Mhm. Also du kennst das auch als Selbstständige. Man hat immer das Gefühl, man muss jeden Auftrag annehmen, bloß nichts ablehnen, weil nicht, dass man am Ende gar keine Arbeit hat. Ja. Aber auch, eigentlich schon in den letzten 10 Jahren kann ich das eigentlich sagen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr mache, wenn es sich nicht rechnet. Ja, das habe ich auch gelernt. Also möchte ich auch nicht machen. Und ich unterrichte zwar unglaublich gern, aber nicht um jeden Preis. Nein, und das genauso ein Angebot war das auch, dieser Kurs, der mir da angeboten wurde, das klang ganz toll. Ich hätte das wirklich gerne gemacht, aber der Preis stimmte wirklich gar nicht. Und da ging es mir eher auch darum, auch mitzuteilen, dieser Preis ist auch einfach nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Mhm. Einer gut ausgebildeten Fachkraft so etwas anzubieten. Ja. Also ihr merkt schon, wie vielfältig dieses Thema ist. Mhm. Wie ist es privat mit Streit jetzt, also ohne zu privat zu werden? Naja, also ich neige dazu, dass ich dann etwas so aufsammle und dann kommt so eine kleine Explosion. Ich glaube, das ist auch so das Typische, gerade im Familienleben oder in der Partnerschaft, dass man natürlich auch, dass da noch mehr Emotion dabei ist oder überhaupt die wichtigste Emotion. Genau, man kennt die Personen schon sehr gut und dann kann man sich selbst sein.
Das und ich glaube auch, man weiß auch über die Jahre hinweg ganz gut, wie man sich so gegenseitig triggert, also in der Partnerschaft. Ja, also wenn man, oder dann gibt es so kleine Auslöser, wo man dann einfach schon, oh, wenn er jetzt schon so guckt, dann. Ja. Oh, das kenne ich. Und das ist natürlich total warum, unfair. Ja. Warum guckst du so? Genau. Das ist, ich weiß genau, wie du das gesagt hast. Also eines unserer Kinder hat mal was ganz Fantastisches gesagt. Hör auf zu denken. Ja. Das in einer Situation einfach klar war, aufgrund meines Gesichtsausdrucks muss wohl klar gewesen sein, was ich gedacht habe. Ja. Hör auf zu denken. Ja. Ja. Das heißt, im Alltag können wir uns natürlich nochmal anders streiten. Ja, ja, ja. Also genau, also gestern hat eben unser Sohn irgendwie, also ich bin auch ein bisschen neugierig und dann war unser Sohn auch so ein bisschen auch, er hat auch gesagt, ja Mama, hey, hör auf so zu denken. Ja, also, ja. Und ich, wie? Ich habe gesagt, ich bin nur neugierig. Hör doch mal auf, mir zu sagen, kannst du in meinen Kopf gucken. Aber ja, vielleicht können sie das schon, wenn man sich genau. einfach ein Leben lang kennt. Aber wir haben, wie versprochen, wir haben super tolle Redemittel für euch. Und natürlich müssen wir einiges jetzt einfach hier ablesen, weil die benutzen wir nicht jeden Tag, aber da sind bestimmt welche dabei, die für dich genau wie im, also maßgeschneidert ist oder sind. Deswegen lesen wir welche vor und genau. Und bist du bereit? Die ersten werden jetzt kommen. Und jetzt geht es zuerst mal um den Alltag. Genau. Und wir werden später auch noch mal so ein paar Vergleiche machen. Also ein großes Thema wird nachher auch die gewaltfreie Kommunikation sein im Vergleich zu einer eher respektlosen Kommunikation. Da werden wir euch auch Beispiele präsentieren, so dass du einfach die Vielfalt hast und natürlich einfach schauen kannst, ja, wie respektvoll möchtest du sein? Letztlich entscheidest du das natürlich und auch welche Situationen das gibt. Aber wie sage ich denn jetzt zum Beispiel erstmal, wenn ich bei Freunden eingeladen bin und ich möchte nicht. Also ich habe eine Einladung, die sagen, hey, Wirpi, komm doch heute Abend vorbei. Was kann ich sagen, wenn ich das nicht möchte? Ja, also danke für die Einladung. Aber ich denke, ich werde heute Abend nicht kommen können. Ja, das ist ein bisschen netter. Man kann natürlich auch sagen, warum. Ich glaube, ich würde nicht sagen, ich habe keine Lust. Das ist gemein. Nee. Also, weil es sind ja Freunde von mir. Ja. Ja. Aber dann würde ich vielleicht sagen, ich fühle mich heute nicht so gut oder ich bin heute nicht so eine gute Unterhaltung für euch. Genau. Ich hatte eine anstrengende Woche. So, genau. Das könnte das man machen. Das sind gute Ausreden. Ja, Ausreden, aber manchmal stimmt es ja auch genauso. Ja, oder ganz häufig. Dass ich eben sage, aber es tut mir leid, aber ich habe heute einfach keine Zeit. Entschuldigung, lange Arbeit oder es war irgendwas los. Oder ich fühle mich nicht wohl dabei, was zu tun. Oder kannst du mir erklären, warum es notwendig ist. Genau, das würden wir ja dann sagen, wenn mich jemand fragt, so, sag mal, kannst du mir das bitte, mach doch mal bitte was oder schreib mal kurz die E-Mail. Und ich sage, wieso muss ich das denn jetzt machen? Erklär mir mal bitte, warum ich das machen soll. Das geht fast schon einen Hauch ins Berufliche. Ja. Aber hast du Menschen im Bekanntenkreis, die oder Freundes- und Bekanntenkreis, die dich oft um Dinge bitten, dass du etwas machen sollst? Ja, außerhalb der Familie nicht. Nee, tatsächlich, ich bin auch gerade im Überlegen. Aber ich glaube, es gibt diese Menschen, die andere ja vielleicht sogar ein bisschen ausnutzen. Mhm. Oder sagen, ach, guck mal, du bist doch mit dem Auto da, kannst du mich schnell rumfahren? Oder kannst du mir das und das nochmal vorbeibringen? Und ich glaube, da muss man auch manchmal sagen, du, es tut mir leid, das passt heute einfach nicht bei mir. Ja. Oder einfach, kannst du mich dann später auch mal abholen? Also mal den Spieß umdrehen. Ja, genau. Wir switchen so ein bisschen schon fast, weil wir gleich zum Thema Beruf kommen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Chef oder meine Chefin sagen würde, hey Sandra, erledige das doch. Und das ist vielleicht eine Aufgabe, der ich nicht gewachsen bin oder die ich noch nie gemacht habe. Dann hätten wir ja auch einen Satz. Genau. Das wäre, ich denke, ich bin nicht die richtige Person für diese Aufgabe. Und das kann man ja ganz diplomatisch sagen. Genau. Also,
mein Chef sagt mir, gehen Sie mal Kaffee kochen. Ja. Oder ja, genau. Also, oder ich, also ich denke, diese Aufgabe überfordert mich auch etwas. Also dann kann man auch zugeben, dass man das vielleicht nicht kann. Also ja, wenn man wirklich, also wenn die Aufgabe so schwer ist. Oder dann kannst du mir bitte das ein bisschen genauer erklären. Genau. Ähnlich wäre es auch bei dem nächsten Redemittel, das wir haben. Ich verstehe, dass das wichtig ist, aber ich denke, ich habe zu viele andere Aufgaben, um das auch noch zu übernehmen oder um das zu übernehmen. Also auch das ist ja, wenn man so das Gefühl hat, ich werde jetzt hier mit Aufgaben überladen. Passt im Beruf, finde ich, passt aber auch durchaus privat. Absolut, auch. Genau. Ja. Und also ihr kennt ja das alle, dass wir viel zu tun haben und wir möchten wirklich gar keine zusätzliche Aufgabe haben. Wir möchten einfach sagen, hey, nein, ich nehme nichts mehr an. Aber das könnten wir auch ein bisschen höflicher formulieren. Und zwar, ich habe bereits viel zu tun. Ich denke, ich kann das nicht zusätzlich übernehmen. Genau. Oder ich kann das auch noch dazu nehmen. Ja. Wem das jetzt übrigens zu schnell ist mit all diesen Redemitteln, die findet ihr natürlich im passenden Trainingsbuch mit Transkript oder ansonsten, wie Wirki schon am Anfang der Folge gesagt hat, einfach nochmal zurückspulen, wiederholen und dann kannst du dir auch diese Redemittel oder könnt ihr euch diese Redemittel auch quasi nochmal notieren. Genau, und nochmal ein Tipp, auf YouTube kannst du das auf 0,75 Geschwindigkeit umstellen. Ja, super Tipp, genau. Ich glaube, es geht mittlerweile auch schon in den meisten Podcast-Playern ja, auch, ne, dass ja, man die Geschwindigkeit nochmal reduziert. Genau. Mhm. Ich finde, das Wichtigste ist ja bei der Absage, dass man natürlich höflich und respektvoll bleibt. Was glaubst du, was ist noch wichtig, wenn ich jetzt wirklich so sage, nee, ich mache das nicht oder ich kann das nicht machen? Ja, man müsste natürlich das, es müsste auch ehrlich rüberkommen, also finde ich, dass man auch, wenn man etwas also ablehnt, dass es wirklich ehrlich ist. Also das heißt nicht, dass du ansonsten faul herumsitzt oder auch also nur das Geringste machst, also was nötig ist und dann noch was ablehnst, sondern ich denke, für den Zusammenhalt im Team ist es wichtig, dass man wirklich das signalisiert. Es wird für mich momentan zu viel. Ja. Ja, oder man kann auch das irgendwie kommunizieren. Also ich möchte zuerst mal diese Aufgabe erledigen oder gut bis Ende machen, dann könnte ich schon diese Aufgabe übernehmen. Vielleicht auch so erklären. Ja, und du warst hier, bist ja schon beim super Stichwort, nämlich auch erklären. Das heißt, wenn du etwas ablehnst, egal ob privat oder beruflich, dann solltest du tatsächlich auch eine Begründung abgeben. Also das hilft. Das heißt, da brauchst du Konnektoren wie weil, da, um einfach natürlich zu sagen, warum ist das so? Oder wegen, wenn du eine Präposition. Genau. Also das heißt, da brauchst du tatsächlich auch schon ein bisschen komplexere Sätze oder einen Satzbau, um das erklären zu können. Und natürlich musst du bei den, also Ehrlichkeit ist wichtig, ja, aber man braucht auch nicht die hundertprozentige Ehrlichkeit. Das heißt, wenn ich sage, ich habe keinen Bock und die Aufgabe nervt mich, dann sollte ich das natürlich ein bisschen anders formulieren mit, ich fühle mich der Aufgabe nicht so gewachsen oder ich denke, dass das andere Personen besser oder sorgfältiger erledigen könnten als ich. Und es ist völlig in Ordnung, auch mal Schwächen zuzugeben und zu sagen, dass man etwas nicht kann, auch beruflich. Ja, absolut. Genau. Aber vielleicht kommen wir dazu, würde ich aber noch einen anderen Schnitt machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen respektlos sein. Ja, also das heißt, wenn ich vielleicht wirklich, wenn mir mal der Kragen platzt oder so, dann könnte ich ja zum Beispiel auch einfach sagen, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Vielleicht bei Freunden oder innerhalb der Familie. Ich habe einfach keine Lust. Oder jetzt nicht. Ja, oh ja, jetzt nicht ist gut. Ja. Wenn jemand so neben dir steht, du, Wirpi, kannst du kurz mal, jetzt nicht. Ja, genau. Oder etwas höflicher, bitte jetzt nicht. Ja, oder was ich mir auch gut vorstellen kann, das sind natürlich auch so Streitigkeiten vielleicht in der Wohngemeinschaft oder überhaupt in der Wohnsituation. Das heißt, über was streitet man sich denn eigentlich so zu Hause? Ja, vielleicht geht es gerade um die Unordnung. Oh mein Gott, ja. Also wer räumt auf oder wer lässt die Sachen liegen und wo? Und dann ist die andere Person genervt. Es ist immer unterschiedlich, weil wir immer alle ein bisschen einen anderen
ja, wir denken immer anders über die Ordnung. Manche, ja, für manche ist es wichtiger, irgendwie alles in der Küche aufgeräumt zu haben, und die anderen finden das nicht so, so wichtig. Genau. Mir ist es mega wichtig. Ja. Und dann hat man ja auch oft diese Vorwürfe, die man dann macht. Also dass man sagt, ich habe schon tausendmal gesagt, dass du das wegmachen sollst, aber du hast das schon wieder nicht erledigt. Ja. Also das kennt man sicherlich auch. Und auch dieses, man ist dann eben schnell im Vorwurf auch, dass man eben sagt, so immer machst du das oder nie hilfst du mir im Haushalt. Was natürlich komplett falsch ist. Also gerade wenn ihr das auch übt, zu streiten, also man sollte üben, dass man nicht, also du sagt, also dann du machst es und dann und immer bitte nicht verwenden oder nie machst du das. Also das sind so hundertprozentige Sachen, und das stimmt ja auch nicht. Aber wenn wir in unserem Wut sowas ausdrücken, es ist etwas unfair der anderen gegenüber. Und da sind wir schon beim Konzept der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Und zwar ist die gewaltfreie Kommunikation ein Konzept, das darauf abzielt, eine friedliche Verbindung zwischen den Menschen aufzubauen. Und Konflikte sollen friedlich gelöst werden. Mhm. Ja, und wie gelingt das? Eigentlich hast du vier Schritte, nämlich erstmal die Beobachtung. Das heißt, du erklärst die Situation, was du beobachtet hast, ohne zu bewerten. Der zweite Schritt ist, du äußerst dein Gefühl, also genauso wie du gesagt hast, nicht du. Mhm. Danach äußere ich was? Ja, also wir haben auch ein Bedürfnis. Mhm. Also jede von uns hat Bedürfnisse, also was wir haben oder machen wollen. Und dann haben wir vielleicht eine Bitte. Genau, und das wäre sozusagen die Struktur so einer gewaltfreien Kommunikation. Das muss man üben und lernen. Genau. Und auch dazu haben wir Beispiele. Ja. Ich mach mal das Beispiel, wie es nicht gut ist. Und Wirpi, vielleicht kannst du den Satz vorlesen dann, oder quasi die Variante mit der gewaltfreien Kommunikation. Also ich sage, immer kommst du zu spät. Also besser wäre es, wenn du zu spät kommst, fühle ich mich verärgert, weil ich das Bedürfnis habe, pünktlich zu sein. Könntest du mir bitte sagen, ob du in Zukunft früher kommen kannst? Also das heißt, Wirpi geht von sich aus, und du hast die Situation beobachtest, wie es dir geht und was du dir wünschst, und schließt eben mit dieser Bitte ab. Also was soll in Zukunft passieren? Und Achtung, also diese Beispiele braucht ihr nicht ja wortwörtlich für euch übernehmen, sondern das sind so Ideen, die ihr dann umbaut, also genauso wie es für euch sprachlich passt. Genau, und auch die Beispiele findet ihr natürlich wieder im Trainingsbuch auch nochmal genau erklärt, an welcher Stelle haben wir jetzt die Beobachtung, wann kommt das Gefühl, wann das Bedürfnis und wann die Bitte. Genau. Wir haben eine andere, das passt fast zum Podcast, ne? Man könnte sagen, lass mich endlich mal ausreden. Ja, wenn du mich unterbrichst, wenn ich spreche, fühle ich mich unverstanden, weil ich das Bedürfnis habe, dass meine Meinung gehört wird. Könntest du mir bitte erlauben, meine Gedanken zu Ende zu führen, bevor du antwortest? Und ich finde, das ist auch eine ganz schöne Idee, sowas zu formulieren, also sowohl privat, aber natürlich auch im beruflichen Kontext, wenn man sich vielleicht oft übergangen fühlt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, hier stimmt was nicht. Ich würde sagen, weitere Beispiele gibt es im Trainingsbuch. Ja, oder bevor das jetzt den Rahmen sprengt. Mhm. Und ich finde, Wirpi, dafür, dass eine Folge zum Thema Streit und Widerspruch war das ganz harmonisch. Ja, total. Also ich spüre, um ehrlich zu sein, keine Aggressionen. Im Gegenteil, ich bin fast tiefenentspannt. Total. Also ich hatte auch schon so ein bisschen, als wir diesen ich fand den Themenvorschlag wirklich super, oder wir beide, und haben das ja auch sofort angenommen. Aber so ein kleiner Teil war erst so, okay, da müssen wir aber schauen, dass das nicht zu negativ wird, weil wir auch gar nicht so sind. Mhm. Genau. Und schreib uns auf unbedingt deine Gedanken über deine Gefühle in die Kommentare. Also wie hat dir diese Folge gefallen?
bewerte uns mit 5 Sternen und lass deine Kommentare, Rückmeldungen. Das sind diese kleinen oder großen Punkte, die uns unglaublich unterstützen mit unserer Arbeit. Und genau, was könnte man noch machen? Ja, auf jeden Fall üben, üben, üben und diese Folge mehrfach anhören. Uns kannst du ja hier im Free Feed, also für frei oder kostenlos, alle 2 Wochen hören. Wenn dir das nicht reicht, dann schau doch zum Beispiel mal in den Premium Spotify Kanal vorbei oder eben auch in unseren Premium Kanal, wenn du noch mit dem Trainingsbuch lernen möchtest oder noch richtig intensiv einsteigen möchtest mit dem Intensivtrainingsprogramm und den Online-Übungen. Schau dich da einfach mal um. Wenn du Fragen hast, frag uns. Und ja, und hatten wir Instagram schon erwähnt? Nein. Und den Transkript, den findet... Das gibt es auch noch, ja. Genau, so findet natürlich im Premium-Kanal. Also schaut dort unbedingt rein, um das nächste Level in der deutschen Sprache zu kommen. Genau, und wie gesagt, bei Instagram findest du uns auch noch. Vielleicht siehst du diese Folge auch bei YouTube, wenn du uns nur hörst und mal sehen möchtest, dann klick auch gerne bei YouTube rein. Genau, und abonnieren und Glocke. Ja, überall, aktivieren. Also überall Glocken an Sterne, also gib uns alles, was du anklicken kannst sozusagen. Bis bald. Bis bald, tschüss. Ja, oh, ich lehne mich zurück. Also kein Streit. Kein Streit, toll. Also wir haben uns auch nicht gestritten. Nee. Also während der Folge. Ich hab gemerkt, bei der gewaltfreien Kommunikation, ich muss noch viel zu Hause lernen. Ja, siehst du, aber das tut gut, oder? Ja. Wenn man sowas, also wenn man also diese Arbeit macht, dann merkt man, also man also setzt sich selbst auseinander mit dem Thema. Und das finde ich total hilfreich, oder? Ich finde das so, aber das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich lernen wir auch mit jeder Folge selbst was dazu. Ja. Das finde ich auch. Also was wir dazu lernen durften, ja. Man kann nur dankbar sein, oder? Ja, das ist es.